Eine Nacht nur hatten wir uns in Berhöft eingemietet. Und Frau Cornelia gelang es tatsächlich am späten Abend noch, eine Maschine Wäsche fertig zu machen. Angekommen waren wir erst um 6:30, nach guten 50 Meilen Strecke. Essen sind wir auch gewesen im Waterkant, dem einzigen Restaurant am Ort. Früher hieß es anders, aber wie? Früher war es ordentlich, jetzt unter neuer Leitung ist es gut. Nach gemütlichem Frühstück sind wir eben los. 11 Uhr ist es. Es soll nach Hiddensee, nach Fitte gehen. Die sportlichen Jollensegler fragten nebenan, als wir sie überholten, wie schnell sie denn wohl unterwegs seien. Wir konnten genau die Antwort geben, die sie glücklich machte. Gute 6 Knoten, sagten wir ihnen und hatten nicht gelogen. Für uns, hier haben wir Hiddensee mit dem Dornbusch schon voraus, sind die westlichen Bodden kein Segelrevier. Zu untief sind sie, zu schmal die Fahrwasser. Wir verlassen uns hier ganz auf unseren Perkins. Andere sehen das völlig anders und machen ihre Sache gut. Nach nicht zu langen 3 Stunden Motorbootfahrt erreichen wir Fitte und legen uns im Fährhafen in die einzige Ecke, in der Sportboote genehm sind. Wenn man nicht zu wählerisch ist, geht das fast immer. Kuhnur bekommt einen Platz als Dritter im Päckchen und wird wie schon so viele Male vorher sehr freundlich vom Hafenmeister begrüßt. Er ist ein wirklich netter, unkomplizierter Mensch. Wir machen uns auf zum ersten Inselgang, erreichen sehr schnell eines der wenigen nicht restaurierten Gebäude der Insel, das ehemalige FDGB-Erholungsheim zur Ostsee. Es steht hier unverdrossen, als sei die alte DDR noch quicklebendig. In Kürze allerdings wird sich was tun mit dem Gewerkschaftsheim, weiß unser Hafenmeister. Wir sind gespannt. Mit der Insel verbinden wir ausschließlich positive Erinnerungen. Schon deshalb kommen wir gern und beinahe in jedem Sommer für einige Tage. Vor einigen Jahren wurden uns sogar unsere in Fitte wegen absoluter geistiger Umnachtung vergessenen Fahrräder von der damaligen Hafenmeisterin via Fähre nach Stralsund nachgesandt. Einfach so, ohne jeden bürokratischen Aufwand. 3 Sportboothäfen findet man auf Hiddensee. Der südlichste ist Neuendorf, dann der in Fitte und etwas nördlicher der Hafen in Kloster. Darüber hinaus gibt es die ganz wenigen Plätze im Fähr- und Fischereihafen von Fitte, dem Hauptort der Insel. Eine Bitte. Dorthin gehe man nur dann, wenn einem ein Mindestmaß an Seemannschaft nicht völlig fremd ist. Es ist hier guter und selbstverständlicher Brauch, andere Boote auf die Backe zu nehmen. Wer das nicht möchte, bleibe bitte weg. Er würde keine neuen Freunde finden in Fitte. Abgesehen von 250.000 Tagesgästen jährlich, ist Hiddensee ein ruhiges, malerisches und beschauliches Fleckchen Erde. Mit Ablegen der letzten Fähre am Abend kehrt auch im Sommer völlige Ruhe ein. Es gibt keinen Rummel, keine großen Hotels, nur ganze 50.000 Übernachtungsgäste auf das Jahr verteilt. Autos fahren so gut wie keine, die Strände sind breit, lang und platzen keineswegs aus den Nähten. Wer gern wandert oder radelt, ist hier bestens aufgehoben. Die vielen naturnahen Vorteile der Insel weiß man schon lange zu schätzen. Stellvertretend für viele frühere Inselfreunde sei Gerd Hauptmann genannt. Während der DDR-Diktatur zogen sich neben Armin Müller-Stahl viele kritische Geister auf die Insel zurück. Sie galt als vergleichsweise liberal. Nach der anstrengenden Reise zum Leuchtturm Dornbusch darf ich mir Apfelstrudel mit einem Hauch von Sahne im lauschigen Garten des Hotels Etim in Kloster gönnen. Frau Cornelia hat Fastentag. Verstehe das, wer will. Für morgen ist nach 3 aufreibenden Fahrradtagen die Weiterreise geplant. Am Abend erleben wir die Ankunft der Albin Köbis aus Kiel. Sie ist eine von einem Verein betriebene und gut instand gehaltene Gaffelketsche aus Eiche. Ursprünglich gebaut wurde sie 1948 als Fischereifahrzeug in Barth, also ganz in der Nähe, und zudem unser Ziel für morgen.
Der Umbau zur Ketsch erfolgte zwischen 1985 und 1990. Am nächsten Mittag ziehen wir gemächlich am völlig unbewohnten Bock einer kleinen, vorgelagerten Insel entlang. Es geht durch das schmale, kurvige Fahrwasser in Richtung Barther Bodden. Hin und wieder fallen Stellnetze ins Auge, wie man sie zuhauf auch im Stettiner Haff findet. Bald taucht das die Stadt Barth deutlich überragende Kirchenschiff von St. Marien auf. Die Landschaft ist mild hügelig. Das Logbuch meldet für heute regnerisch mit 4 bis 5 Beaufort aus West. Die Ansteuerung vom Barth ist unproblematisch, der Hafen allerdings weist untiefe Bereiche auf. Es bietet sich an, auf die entsprechende Betonung zu achten. Das moderate Liegegeld bringt man zur freundlichen Betreiberin des Sur-le-Mer in der Häuserzeile direkt vor den Stegen. Ins Auge starrt uns der Cut, ich übersetze mal Doppelarsch aus Leer. Wir kamen ins Gespräch, als er sich direkt hinter uns legt und erfuhren, dass der Eichner gut bekannt ist mit einem engen Freund von uns. Die Welt ist klein. Das Städtchenbad ist aufgeräumt und besticht mit einem vorbildlich restaurierten, in Teilen historischen Kern. Auf dem Marktplatz im Eschramo, wir sitzen gerade dort, ist man gut und wird freundlich zuvorkommend bewirtet. Weiter geht es nach Zingst. Gerade passieren wir den Yachtanleger der Gemeinde. Vorsicht! Einige Boxen sind sehr schmal. Wir werden nicht lange bleiben in dem wohl quirligsten Ort auf dem Darst. Nur ein Treffen mit Theo und Beate ist für heute Nachmittag geplant. Bilder vom Ort also wird es nicht geben. Vielleicht ein andermal. Viele Gastliegeplätze sind nicht zu finden in Zingst. Aber welcher normale Feriensegler geht auch so weit in die westlichen Bodden hinein? Wir liegen gern in einem kleinen Yachtclub am Ende des Ortes. Lieb sind sie hier. Und man hat, was man braucht. Zum Ort sind es nicht zu viele Schritte. Selbst für mich ist die Distanz schaffbar. Wir sind auch hier, weil wir im vergangenen Jahr eine ordentliche Menge Geld in Form von 50-Euro-Scheinen auf dem Deich fanden. Beim Fundbüro wollen wir uns zum Verbleib des Geldes erkundigen. Die Geschichte dazu ist nachzulesen auf meiner Website. Mal bei Höft. Zu groß wird unsere Ostseerunde nicht werden in diesem Jahr. Wir schauen ein wenig Hafenkino. Ja, groß wird die Runde nicht. Es sind noch ein paar Treffen geplant und die liegen mehr im Westen. Außerdem soll es ja noch zum Eiselmeer gehen. Übrigens, neben fast keinen Häusern hat bei Höft einige schicke Wanderwege zu bieten, einen kleinen Strand am Hafen und einen ehemaligen Wachturm der NVA. Heute wird er als Aussichtsturm genutzt und macht tolle Blicke in die Ferne möglich. Aus Gründen, die sich weder Frau Cornelia noch ich erklären können, sind wir um 6 Uhr in der Frühe, also eigentlich mitten in der Nacht für uns, schon unterwegs. Der eben gesehene Sonnenstand und das Logbuch beweisen die frühe Tageszeit. Wir wollen noch einmal nach Warnemünde, sind verabredet mit Theo und Beate, um mit den beiden morgen einen Schlag zu machen. Wie beinahe immer, seit dem letzten Sommer segeln wir hinterher. Und das ist nicht schön. Obwohl, ich lerne langsam, mich damit abzufinden. Der Schmerz ist nicht mehr ganz so groß, aber immer noch da. Denn es ist ja so. Wo zwei Segler auf ähnlichem Kurs laufen, findet ein Rennen statt. Ganz automatisch. Immer. Keiner gibt das zu. Ist aber so. Lautlose Hektik entsteht. Was sagt die Logge, die Windfäden, wie stehen sie? Schot etwas loser, etwas dichter, muss doch klappen. Und wenn's dann meist nicht klappt, ist der Frust groß, vor allem, wenn es früher besser ging. Aber es gibt ja Hoffnung. Bald gehen wir nach Holland. Da liegt ein neues Segel. Ein Ersatz für die neue Genua aus dem letzten Jahr. Da nämlich liegt das Problem. Nur mit der Lieferung hat es bislang nicht so geklappt. Unser Liegeplatz im alten Strom ist frei. Mit Theo und Beate machen wir am nächsten Nachmittag eine schicke Tour bei ordentlich Wind.
gehen lecker essen und genießen später direkt oberhalb von uns laute Musik. Der nächste Termin ruft. Geht Annika, macht mit Mann und den Kleinen ein paar Tage Ferien auf Fehmarn. Natürlich wollen wir dahin und einen Besuch machen. Man sieht sich so selten in diesem Jahr. Also los bei schönem Süd-Südwest in Richtung Burgstaden. Ja, und was ist nun mit der Genua? Im letzten Teil habe ich es kurz angesprochen. Es gab zwei neue Segel im letzten Jahr. Das große ist prima, alles bestens. Es setzt sich von allein, es birgt sich von allein. Und ziehen tut es auch ordentlich. Die Genua aber war eine Katastrophe. Sie kam bei weitem nicht an die alte heran und wurde dieser halb reklamiert. Nur fertig ist sie zum Termin nicht geworden. Aber jetzt liegt sie in Lämmer. Das ist versprochen. Und das Tollste, auch die alte Genua ist wieder aufgetaucht. Sie war verloren über Monate hinweg und jetzt ist sie wieder da. Liegt auch in Lämmer. Das ist die Kurzfassung einer aufregenden, nein, beinahe nervenzerfetzenden Geschichte. Sorry. Für mehr ist hier kein Platz, Fehmarn ist schon nah. Vielleicht, dass ich sie aufschreibe. Irgendwann auf meiner Website. Da. Ein Gedicht von einem Schiff, eine Swan 38. Unter Segeln lief sie rein nach Burgstaden und geht gleich wieder raus. Wollten wohl nur mal schauen und üben. Toll. Ja, Burgstaden ist erreicht und die Familie schon vor Ort. Frau Cornelia hat uns einen schönen Längsseitsliegeplatz organisiert. Läuft bei uns. 2 Tage gemütlicher Familienurlaub mit Sonne, Wind und Regen. Wir alten Leute sind glücklich, die Enkel zu sehen. Dann geht es weiter. Die Jugend hat noch anderen Campingurlaub in Scharbeutz gebucht und wir wollen mal wieder einen Abstecher nach Travemünde machen. Wir bleiben uns also nah. In den nächsten Tagen soll es wieder kräftig blasen. Im Grunde sind wir froh, heute bei sehr moderaten 3 Beaufort die knappen 36 Meilen nach Travemünde zu machen. Das Wetter ist durchwachsen trübe. Was für ein Glück, dass wir Zeit haben, dass kein Urlaubsende hetzt, kein Arbeitgeber dringend auf durch niemanden sonst verrichtbare Spitzenleistungen hofft. Die Segnungen des alten Eisens sind das. Wir genießen sie gern, wohl darum wissend, dass wir zu einer privilegierten Gruppe gehören. Der schwarze Rauch aus dem kleinen Abgasrohr, der auf Rede liegenden Falstriasmon, stammt ausschließlich von seinem Stromgenerator. Er benötigt ihn, um seine lebenserhaltenden Systeme zu betreiben und der sicherlich nicht ausschließlich überdurchschnittlich bezahlten Mannschaft ein Minimum an Komfort zu ermöglichen. Etwas später, als die pfeilschnellen Angler in ihrem lindgrünen Boot, erreichen wir die Mole von Travemünde. Im Blick das weithin sichtbare Hotel Maritim und die stolze Viermastpark Passat. Anders als ihr Schwesterschiff, die Pamir, entging sie im späten Herbst 1957 dem Untergang in einem Orkan knapp. Während Frau Cornelia die Stromversorgung sicherstellt, ein paar wenige Worte zur Pamir. Als eines der letzten frachtfahrenden Schulschiffe kenterte und sank die Pamir im September 1957 in einem Hurrikan südwestlich der Azoren. In einer dramatischen Rettungsaktion konnten nur 6 der 86 Besatzungsmitglieder, die überwiegend aus jungen Kadetten bestand, aus der tobenden See gerettet werden. Obwohl es zum Untergang des Seglers ein Urteil des Seeamts gibt, sind die Gründe für die Katastrophe bis heute nicht gänzlich geklärt. Hoffentlich bleibt der wunderschöne Südwind hier im Fischereihafen ein ähnliches Schicksal erspart. Mit unseren schicken elektrischen Bordfahrrädern machen wir einen Überraschungsbesuch in Scharbeutz auf dem Campingplatz und gratulieren Enkel Matteo zum 2. Geburtstag. Eigentlich mögen wir den Fischereihafen sehr. Er ist einfach, das Personal ist nett, die Wege in den Ort sind kurz. Aber er hat ein Manko. Die Infrastruktur gibt keine Waschmaschine her. Das ist schlecht, wenn mal wieder ein Kessel Buntes angesagt ist.
Dieserhalb verlegen wir uns nach Grömitz und dürfen auf der kurzen Reise diesen herrlich gleitenden Cut erleben. Ich sage es gleich, Grömitz ist nicht unbedingt nach meinem Geschmack. Anordnungen der Admiralität aber widersetzt man sich nicht und Argumente wie Hemd und Hose gehen noch eine Woche bringt man besser nicht vor. So liegen wir am windigen Nachmittag des 30.07. an der Außenmole des Hafens und genießen Corona-bedingt herbeigeschafftes Essen aus dem Falkenthal Seafood Restaurant. Ein später Blick über die Mole beschert einige spannende Filmsequenzen der eleganten Darbietung eines Könners. Meine Meinung. Die Wäsche ist gewaschen, getrocknet und gelegt. Adieu Grömitz. Im Logbuch fand ich zum Hafen den lapidaren Eintrag Bootsparkplatz. Die Parkgebühren übrigens belaufen sich für Koh-i-Noors Länge auf 24 Euro. Das ist kein Schnäppchen, aber noch okay. Das heutige Tagesziel lautet Heiligenhafen. Ich schimpfe immer auf Heiligenhafen. Moloch nenne ich den Hafen, ich mag ihn nicht, den Ort selbst kenne ich kaum. Darf mir also auch kein Urteil erlauben. Ich glaube, zweimal hat es uns bislang dorthin verschlagen. Heute am späteren Abend wollen wir Frau und Ralf treffen. Die haben dort gechartert. Beim letzten Besuch, vor 3 Jahren, ist mir etwas aufgefallen, was meine Laune jetzt, wo ich dran denke, bessert. Man muss nicht unbedingt in den riesigen, unpersönlichen Yachthafen. Linker Hand im Fischereihafen gibt es einen winzigen Verein mit einigen Liegeplätzen. Ich fand ihn vor einigen Jahren bei einem kurzen Spaziergang. Genau dort werden wir es versuchen. Wollen mal schauen, ob wir Glück haben. Und siehe da, es hat geklappt. Einen gemütlich schönen Platz haben wir bekommen bei der Seglervereinigung. Es ist noch früh, wir haben reichlich Zeit bis zu unserem Treffen. Wir werden uns nach ausgiebiger Kaffeepause zum ersten Mal die Stadt ansehen gehen. Der Bummel führt uns durch den Fischereihafen und langsam weiter Richtung Altstadt und Zentrum. Ins Auge fällt die oberhalb der Hafenstraße gelegene, deutlich 750 Jahre alte gotische Stadtkirche des gut 9000 Einwohner zählenden Ortes. Je weiter wir spazieren, desto schlechter wird eigentlich mein Gewissen. Ich hatte mein Urteil über den von mir verschmähten Hafen unreflektiert übertragen auf den Ort. Hatte mir immer gesagt, da musst du nicht hin. Vorurteil nennt man das wohl, das was ich da hatte. Hier habe ich nun niemandem wirklich wehgetan, in vielen anderen Fällen lohnt es dringend zu hinterfragen, ob das, was im Kopf vorgeht, nicht besser noch einmal kritisch überdacht werden sollte. Hier im Falle von Heiligenhafen jedenfalls haben wir es mit einem liebevoll gestalteten und bewahrten, in weiten Teilen historischen Städtchen zu tun. Ich weiß das jetzt. Und ich will versuchen, mich zu bessern. Langsam wandern wir zurück zu unserem kleinen Hafen. Bevor wir heute Abend unser Treffen haben, wollen wir noch einen Happen essen gehen. Etwas außerhalb gelegen finden wir einen kleinen Chinesen mit Terrasse. Das Wetter ist für uns ungewohnt warm und sonnig, kurz der Jahreszeit angemessen.
Gegen Mittag gehen wir gemeinsam weiter, Kohinoor mit unorthodox ausgebaumter Genua vor dem Wind. Der entgegenkommende arme Hund hat es geschafft, innerhalb einer knappen halben Stunde das Rollgroß des eben frisch gemieteten Bootes komplett zu ruinieren. Wir hörten im Funk davon, als er die Seenotretter informierte. Frau Cornelia hält ein kleines Schläfchen. Der Abend in der Pflicht der Luna Bay von Ralf und Frauke war recht lang. Wir wollen ein paar Tage gemeinsam fahren, die Luna Bay und wir. Und hier ein seltenes Stück Film der segelnden Kohinoor. Das einzige, das es gibt, soviel ich weiß. Für heute haben wir gestern Abend Labö besprochen. Weitergehen soll es übermorgen, dann nach Marsholm an der Schleimmündung. In Labö erwartet uns ein gemütlicher Abend mit langem und gutem Essen beim Hafenitaliener. Den Abschlusswein genießen wir in der Pflicht sitzend. Und nun muss ich doch unbedingt einmal zeigen, wie Kohinoors elektrisches Segel nach oben in den Mast gleitet. Der ganze Stolz des Steuermanns ist das, eine tolle Sache. Etwa 11:30 ist es, als wir vier auf unseren zwei Booten recht ausgeschlafen und gut gefrühstückt abreisen aus Labö und gleich einige herrliche Bilder genießen dürfen. Wir starteten mit schönen vollen 3 Beaufort. Im Laufe der knapp 23 Meilen langen Reise lässt der Wind deutlich nach und dreht zudem auf Nord. Solange wir segelten allerdings, lag ich deutlich vorn, ein Schub fürs Ego. Bei Licht betrachtet muss zugegeben werden, dass es nicht an meinen überragenden Fähigkeiten lag, gerade passieren wir Schleimmünde unter Maschine, sondern daran, dass die Segel der Ozeanis noch schlechter geschnitten sind als Kohinoors Genua. Punkt 16 Uhr sind unsere Leinen in Marsholm fest. Nach dem Anlegecafé, es ist bei uns immer Café, werfen wir einen Blick auf das nicht weite Schleimünde und wandern dann ins Dorf. Es ist in diesem Jahr noch verschlafener, als wir es kennen. Es ist ruhig und schön, gemütlich eben. Gutes Essen gibt es im nett angelegten Garten des Restaurants Störtebecker. Welch ein Glück! Wir sitzen unter einem großen Sonnenschirm. Für uns muss er kurzzeitig als Regendach herhalten. Ein großes Lob an die Servicedame. Sie hat einen tollen Job gemacht. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von Marsholm. Es war ein schöner Abend. Wir haben ihn genossen und sind auf dem Weg nach Sonderborg. Die Luna Bay ist legal unterwegs. Sie hat eine Einreisegenehmigung nach der jetzt gültigen 6-Tage-Regelung. Wir, so befürchte ich, sind Schwarzfahrer. Allerdings wollen wir nirgendwo festmachen, sondern nur in einer kleinen Bucht nördlich Sonderborg eine Nacht vor Anker verbringen. Ob das erlaubt ist, ich weiß es nicht. Wir wollen es einfach wagen und werden niemandem wehtun. Wir werden keinerlei Kontakte haben. Mit dem Überfahren der Grenze setzen wir die Gastlandflagge und sind damit aus dänischer Sicht betrachtet wohl offiziell Verbrecher. Allerdings aus eben genannten Gründen ohne echtes Schuldbewusstsein. Und dann haben wir recht abendliegend auch schon das Sonderburger Schloss. Niemand richtet eine Maschinenpistole auf uns, niemand kontrolliert uns. Wir können völlig entspannt, unschuldig pfeifend
in den malerischen Stadthafen Sonderbox einlaufen und eine kleine halbe Stunde kreiseziehend auf die Brückenöffnung warten. Durch den Altsund motoren wir mangels passendem Wind weiter nach Norden. Oh Mann, was für ein Bild von einem Schiff. Herrlich anzusehen. Es folgt mildhügelige dänische Landschaft, für mich eine Augenweide. Sie strahlt immer ein hohes Maß an Ruhe, an friedlicher Gelassenheit aus. Ich sehe die Bäume, die Hügel und die angepassten Häuser gern. All das weckt Erinnerungen an den Limfjord. In früheren Jahren sind wir häufiger dort gewesen. Ein letzter Abend mit Frauke und Ralf in der Lübeckbucht. Sie wollen weiter in die dänische Südsee. Wir gehen zurück nach Deutschland. Für unsere Verhältnisse früh, nämlich schon um 9 Uhr, verabschieden wir uns und schlängeln uns langsam durch das enge Fahrwasser zurück in den Alsfjord. Wir haben bei leichten westlichen Winden 33 Meilen vor uns. Unser Ziel ist Flensburg. Bei Frau Cornelia und dem Steuermann ist Seefrühstück angesagt. Immer, wenn wir so unchristlich früh wie heute starten, wird unterwegs gefrühstückt. Das hat große Vorteile, weil es eine runde Stunde geschenkte Schlafenszeit einbringt. Ein Nachteil soll nicht verschwiegen werden. Normal, und normal ist fast immer, ist der Steuermann für die Zubereitung des Frühstücks verantwortlich. An Tagen wie heute aber geht das nicht. Denn Frau Cornelia verweigert konsequent das selbstständige Führen unseres kleinen Schiffes. Sie sagt, sie traue sich das nicht zu, sie könne das nicht. Ich vermute eher, dass sie es nicht für vereinbar mit ihrer Position als Admiralin hält. Unter ihrer Würde also, sei's drum. Wir werden das jetzt und hier nicht klären können. Oh Mann, ich verplauder mich wieder. Schon haben wir die Sonderburger Klappbrücke erreicht und laufen gleich in die wunderschöne Flensburger Förde ein. Ein Revier, landschaftlich abwechslungsreich und nach meiner Einschätzung sehr sicher, das ich besonders mag. Zurück zur Frühstückszubereitung, den Faden habe ich schon fast verloren. Also, an Tagen wie heute kann das Frühstück nicht vom Steuermann gemacht werden, denn der muss ja steuern. Ja, so war es. Seefrühstück kann es also nur geben, wenn Frau Cornelia die Aufgabe übernimmt. Und die, und da liegt das Problem, ist nicht besonders seefest. Unten im Salon Kaffee kochen, Eier zubereiten, Brötchen backen, Orangensaft einschenken, geht nicht bei ihr. Schon bei leichtem Seegang stürzt sie nach kurzer Zeit nach oben, kreidebleich, apathisch und häufig nach der Pütz verlangend. Das ist nicht schön, für sie nicht, weil ihr das Unwohlsein für längere Zeit die Laune verdirbt, für mich nicht, weil es nichts zu essen gibt. Heute zum Glück gab es kein Problem. Das Wasser im Fjord war völlig ruhig. Frau Cornelia bereitet uns wunderschönes Frühstück. Nun habe ich tatsächlich die ganze Zeit bis Flensburg verplaudert, sorry. An Backbord liegt schon die Marineschule Mürwik. Gleich haben wir den Stadthafen erreicht und es folgt der Beweis, dass es bei uns ausschließlich Anlegekaffee gibt. Heute sogar mit Discounter-Gebäck. Nachzutragen bleibt, dass ich Frau Cornelia unendlich dankbar bin dafür, dass sie trotz gelegentlicher Magenprobleme schon so viele Jahre mit mir fährt. Proviantbeschaffung ist angesagt. Zwei leistungsfähige Lieferanten bieten an der Engelsmeier Straße ihre Dienste an. Ansonsten machen wir uns zwei schöne, ruhige Tage in der Stadt, in der die Punkte verwaltet werden. Die Zeit ist zu kurz, ich kann nicht viel erzählen, auch zum Hafen nicht. Informationen aber gibt es dazu, ebenso wie zu vielen anderen Häfen auf meiner Website. Wer möchte, gern. Als kleiner Nachtrag noch, Flensburg lohnt die Reise dorthin unbedingt. Musik
Glattwasser, Hitze und stechende Sonne. So lässt sich unsere knapp 5-stündige Motorbootfahrt am 6.8. nach Wackerballig am Ausgang der Flensburger Förde kurz und zutreffend beschreiben. Der Fahrtwind macht die kurze Reise erträglich. Im Hafen wird es dann doof, zumal ich mich beharrlich weigere, unser Zelt über der Plicht anzubringen. Es ist mir zu viel Arbeit. Frau Cornelia findet das nicht schön. Sie hätte gern mehr Schatten. Der schier unendliche Gang zu den Mülltonnen wird uns durch die moderaten Liegegebühren in Höhe von 15 Euro ein klein wenig versüßt. Gefühlt sind es über die Steganbindung zum Festland Kilometer. In glühender Sonne sind sie zurückzulegen. Auf einem Wohnmobilplatz, gut versteckt hinter einem Waschraum, finden sich die Abfallbehälter schließlich. Seit einigen Tagen prängle ich schon. Ich will jetzt gerne rüber nach Holland, will die neue Genua abholen. Die, von der ich anfangs erzählte. Von der ich mir erhoffe, wieder weiter vorne mitsegeln zu können. Frau Cornelia gefällt das nicht. Sie will noch bleiben. Solange eben möglich. Wenn wir erst da sind, sind wir auch bald wieder zu Hause. Nein, dazu habe ich keine Lust, sagt sie. Weißt schon, Corona. Und auf die ganze Nordsee habe ich auch keine Lust. Nun haben wir eine Lösung und das ist gut so. Denn ab Mitte kommender Woche ist eine recht stabile Ostwindlage angekündigt. Die würde ich gerne nutzen, wenn sie dann kommt. Die Lösung? Natürlich ja. Wir gehen jetzt nach Cuxhaven. Dort kommt Freund Jörg an Bord. Mit dem laufe ich rüber nach Holland. Währenddessen macht Frau Cornelia Urlaub zu Hause. Und wir treffen uns wieder in Lemmer. Ja. Und dann machen wir noch einen kleinen Monat auf dem Eiselmeer. Mit neuem Segel. So soll es gemacht werden. So findet es auch Frau Cornelia gut. Und warum man sein Schiff so kurz anbinden muss, werde ich nie verstehen. Gelandet sind wir noch einmal in La Boe. Bei der Hitze wollen wir einen Strandtag machen, ganz gemütlich in einem Strandkorb sitzen und kalte Getränke genießen. Das gefällt mir nicht. Aber ich habe ja auch das Zelt nicht aufgebaut in Wackerballig, also muss ich. Erst aber gibt es noch gelungene Hafenmanöver und Strandkorb ist dann morgen. Die Räder sind vom Schiff gehievt, auf geht's zum Strand. Lang ist er und breit, mit großartigem Blick auf die Förde. Frau Cornelias Wunsch allerdings scheint nicht in Erfüllung zu gehen. Nichts frei heißt es, oder? Wann bitte haben Sie denn reserviert? Sie machen wohl Späße. Hier geht nichts. Wir sind nicht blöde. Wir merken das schnell und ändern unsere Pläne. Die Räder umgedreht und Richtung Heikendorf. Vorbei am Hafen und dann noch ein kleines Stück. Dann haben wir unseren Strand. Nicht so lang, deutlich weniger breit und ohne Strandkorb. Dafür beinahe für uns alleine und mit ähnlich schickem Blick. Frau Cornelia hat ihren Badespaß. Da aber der Gang ins Wasser wegen vieler im Weg liegender glitschiger Steine nicht ganz so elegant ausschaute, ist ein großer Teil der Badebilder der Selbstzensur zum Opfer gefallen. Eigentlich schade, war lustig anzusehen. Mit dieser zweifelhaften Überblendung zur steingewordenen Frau Cornelia stehen wir am Folgetag vor den Schleusen des NOK in Holtenau und verabschieden uns nicht ohne Wehmut von der Ostsee. Na, in diesem Jahr, nur 2 Monaten, war es das dann wieder. Schade und adieu, liebe Ostsee. Für heute Abend haben wir noch ganz Gemütliches geplant. Wir übernachten nicht in Rendsburg, denn eingekleidet wurde der Steuermann ja schon auf der Hinfahrt. Wir gehen durch bis zum Gieselau-Kanal und legen uns dort an einen der beiden Stege. Vorher schauen wir uns für die Dauer unserer Schleusung das Treiben der Großen an. Nach der gut 2-stündigen langweiligen Wartezeit vor der Kammer ist das eine schöne Abwechslung. Gleich sind es dann noch gut 5 Stunden Fahrzeit. Entgegenkommen haben wir einige,
überholt, wenn wir nicht ein einziges Mal. Der Kanal ist deutlich geringer frequentiert als üblich. Die Kanalgebühren hat man schon ausgesetzt. Auch wir fahren gratis, was ich für verrückt halte. Das Tagesziel ist erreicht. Wir haben Glück. Kaum jemand da außer uns. Wir haben die völlig freie Wahl, legen uns auf die Schattenseite und Frau Cornelia bereitet ihren Regiesessel vor. Auch wenn alles so friedlich scheint und ist, es ist wichtig, auch hier das Schiff sehr ordentlich zu verteuen. Immer wenn vorne im Kanal ein großer durchgeht, kommt es zu erheblichem Sog. Es zuckt dann kräftig an den Leinen. Wir machen noch eine kleine Runde mit den Rädern und gönnen uns eine Kreuzfahrt mit der Fähre über den Kanal. Die Querungen sind grundsätzlich kostenlos. Das hat der Kaiser damals so verfügt. Ob er immer und grundsätzlich so sozial veranlagt war, ich habe da meine Zweifel. Abendessen gibt es in einem kleinen Imbiss auf der anderen Kanalseite in Oldenbüttel. Dann kehren wir zurück zur Gieselau-Schleuse und verbringen einen ganz ruhigen Abend. Bis Brunsbüttel sind es nur noch ein paar Kilometer. Um einigermaßen genau zu sein, etwa 40. Um kurz vor zwei treffen wir im beinahe leeren kleinen Yachthafen neben den Schleusen ein. Wir haben freie Platzwahl, das ist selten, und beschert uns eine mit 4 Ampere abgesicherte Steckdose. Und weil ich ein altes Lästermaul bin, habe ich vorsichtshalber den Originalton der Kamera, insbesondere in den Häfen, völlig heruntergeregelt. Gerade geht etwas ein wenig schief. Jo, Treffer. Mit der Kamera draufzuhalten ist allemal leichter, als es selbst in allen Fällen besser zu machen. Vielleicht, mir wäre es unangenehm, sind meine Unzulänglichkeiten in anderen Filmkunstwerken dokumentiert. Damit sind wir am Ende des zweiten Teils unserer Bootswanderung. Wir gehen noch eben nach Cuxhaven. Frau Cornelia verlässt für einige Tage die Koh-i-Noor und macht verdienten Urlaub von mir, dem Steuermann. Dafür kommt Jörg an Bord und wir fahren gemeinsam ein bisschen Nordsee. Darüber dann im dritten Teil. Und wenn es bis hierhin gefallen haben sollte, freut sich der Steuermann riesig über einen Kommentar oder ein Like. Adieu, bis bald.